Und wo immer wieder sonntags ist, da ist natürlich der ZDF-Fernsehgarten nicht weit. Und nicht rumstehen, das ist eine tolle Sendung. Ja, schon allein wegen Kiwi. Ja, nur leider ist Kiwi diesmal ein kleines Malheur passiert. Eigentlich wollte sie sich nur den Nacken kühlen. Jetzt hat das aber ein bisschen so ausgesehen, als hätte sie sich nicht ganz im Griff gehabt. Simon Dubischa! Amtierender deutscher Meister. Simon, wir bleiben stehen. Eieieiei! Können wir da mal ganz kurz ein bisschen näher? Hopsala! Sieht ein bisschen nach einem Schurz aus. Es sollte ein Pups werden, aber es kamen noch Gäste mit. Oder was ist da passiert? Wisst ihr, was mich wundert? Ey, da machen die im ZDF so viel Werbung für Grano Fink. Schade. Oder es kann natürlich sein, Kiwi wollte sich mit den älteren Zuschauern solidarisieren. Weißt du, die meisten Männer haben gedacht, ah, kenn ich. Ja. So, jetzt gibt's aber mal wirklich geballte Romantik, meine Damen und Herren. Und zwar in der Wissenschaftsshow von RTL. RTL hat eine Wissenschaftsshow? IKEA hat ja auch keine Fahrräder, was soll das denn? Ja, egal, gut. Also, in der Geowissenschaftsshow, da wurde Frank Buschmann, besser bekannt als Buschi, nach Norwegen geschickt, um da mit den Wölfen zu kuscheln. So, erstmal eine gute Idee. Jetzt hoffen wir aber inständig, dass seine Frau die folgenden Bilder nicht gesehen hat. Denn ich muss sagen, Buschi geht da ganz schön ran. Okay. Ehrlich gesagt, ich möchte mich leicht übergeben. Was soll man dazu sagen? Also, da hat sich auf jeden Fall einer die Zahnseide für den Abend gespart. Ich hatte das Gefühl, es macht ihm Spaß. Sind die jetzt zusammen? Ach, die sind so, oh, die haben bald einwöchiges. Wie schön ist das denn? Ja. Kleiner Tipp, bevor du dich mit einem Wolf triffst, kein Mettbrötchen essen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Was mir bei dem Ausschnitt Sorge bereitet oder mich auch ein bisschen traurig macht, wissen Sie, was krass ist? Ich fürchte, er hier muss jetzt tatsächlich seinen Thron räumen. Oder? Ich finde, da stellt sich schon die Frage, wer hat den Wolf besser geleckt? Ich kann mich nicht entscheiden. Da bekomme ich glatt Lust auf Fernsehgarten. Was krass ist, nach dem Kuss von Buschi und dem Wolf hat er wohl einen sehr seltenen, aber richtig fiesen Herpes bekommen. Wir haben da auch ein Foto. Ja. Schwanger ist er auch. So krass. Die Höhle der Löwen ist ja auch eines meiner Lieblingsformate. Am besten finde ich ja meistens die Menschen hinter den Produkten, weil die sind viel spannender als das Zeug, was sie verscherbeln wollen. Nur ab und zu, dann denke ich da, die kochen aber auch nicht auf allen Platten. Also wir werden Zeugen eines Weltrekordversuches im Halbmarathon. Tim läuft verkleidet als Bär, also als Säugetier. Und er will den Weltrekord brechen bei einem Halbmarathon, der in einem Säugetierkostüm gelaufen wurde. Warum? Was ist das? Also ich meine, irgendwann kannst du ja mit allen Weltrekordern aufstellen. War Halbmarathon im Reptilienkostüm schon weg oder was? Wie ist es mit Beuteltieren? Wolfgang, wir zwei als Paarhufer, 6 Kilometer, Weltrekord. Weltrekord.
Oder gibt es schon den Weltrekord in beschissene Ideen haben? Sofort auch noch anmelden. Buschi sollte sich anmelden für den ekligsten Zungenkuss. Mit einem Säugetier. Wir haben da Material. Und dann gab es noch einen ganz besonderen Moment in der Fernsehgeschichte, zumindest für mich. Ich hätte nie damit gerechnet, aber wirklich nie, dass beim Kampf der Reality-Stars, ja, also dass generell in einem Trash-Format, dass es einen Menschen gibt, der sich vollkommen richtig einschätzt. Großartig. Klar, Kleider machen Sieger. Diese hochüberzeugende Theorie vertritt auch Influencerin Emmy. Wenn ich mich in meinem Outfit wohlfühle, dann kann es ja sowieso nur gut werden, weil wenn nicht, dann funktioniert ja meine Gehirnzelle auch nicht so korrekt. Top. Top. Sehr gute Einstellung. Shoutout zu dieser Gehirnzelle. Super machst du das. Ne? Burnout bekommt die auf jeden Fall nicht. Viel zu tun hat die ja auf keinen Fall. Und ich habe mir dann überlegt, stell dir mal vor, die würde jetzt über Nacht noch eine Gehirnzelle kriegen. Dann hätte die zwei Gehirnzellen. Was die dann machen könnte. Tür auf und zu.